Ich kann dich nicht mitnehmen, Siegmund. Ich setze nicht das Leben meiner Männer und meiner Frau wegen dieser Sonnensteine aufs Spiel. Du machst einen Fehler. Da Frode fort ist, bin ich der beste Steuermann, den du zu dieser Jahreszeit finden kannst. Und das weißt du auch. Du hast uns schon einmal mit deinen Geschichten über Zauberkiesel betrogen. Du wirst uns nicht wieder gegen Felsen steuern. Wenn Frode dich nicht leitet, bist du so gut wie blind. Also würdest du eher Walen und Winden vertrauen als deinem eigenen Fehler, Guy. Björn hatte recht mit dir. Versucht nur in dem Wetter das Meer zu überqueren. Ihr kommt nicht über die Küste hinaus. Nicht ohne einen fähigen Seemann. Du hast völlig recht. Ich brauche einen Steuermann. Allerdings bist du nie einer gewesen. Aussichtslos. Der Stich von Frodes Verrat geht tiefer mit jedem Steuermann, den wir ablehnen müssen. Er bekam ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Würde deine Wahl nicht auch darauf fallen, mit einem großen Meereskönig zu segeln? Das tue ich bereits. So oder so brach Frode sein Wort. Nun haben wir in der Hochzeit der Seefahrt keinen Steuermann und keine Besatzung. Wie sollen wir nur das Meer überqueren? Trück wartet in Netherfall mit unseren Vorräten auf uns. Vielleicht weiß er jemanden, dem wir trauen können. Die Leute in Netherfall fürchten das tiefe Wasser mehr als eine Wildkatze. Im aufziehenden Sturm werden sie uns nichts nützen. Nein, ich frage meine Mutter. Sie kennt jeden in Eikundersund. Dort finde ich einen Clan, der sich uns anschließt. Ist es weise, dass du gehst? Sie stimmen vielleicht nicht zu, wenn eine Frau an Bord ist. Sicher werde ich sie mehr verzaubern als verschrecken. Rück bereitet fleißig unsere Vorräte vor. Guter Mann. Dann werde ich versuchen, uns eine Besatzung zu suchen. Beeil dich, Liebling. Wir treffen uns in Eikundersund, sobald das Schiff beladen ist. Gottheiten der See. Viele Gottheiten beherrschten die Meere und Ozeane. Einer der wichtigsten war Njord, ein Gott aus dem Geschlecht der Vanen. Er war der Vater der Zwillinge Frey und Freya, beide Fruchtbarkeitsgottheiten, und sorgte für die See, den Wind und die Fischer, wie jene auf diesem Schiff. Eine weitere Meeresgottheit war Ægir. Er war eigentlich kein Gott, sondern ein Riese und die Verkörperung des Meeres selbst. Sein Name bedeutet sogar Meer. Der Legende nach saß Ægir am Kopfe einer großen Halle unter Wasser, wo all jene zusammenkamen, die auf See verloren gegangen waren, und speiste dort mit ihnen
unter den Wellen. Ægirs Frau war die Göttin Ran vom Geschlecht der Asen, Aesir, und nicht so freundlich wie ihr Ehemann. Sie verfolgte waghalsige Seemänner und Opfer von Schiffsunglücken, fing sie mit ihren Netzen und zog sie hinab in die nassen Tiefen, um sie zu ersäufen. Damit man sich im Spiel leichter zurechtfindet, sollte es einen klaren Unterschied zwischen der englischen und der norwegischen Karte geben. Aus diesem Grund sind die Landschaften in Norwegen eisig und verschneit. Und es gibt nur wenige Straßen. Eigentlich ist Skandinavien gar nicht so karg, wie es oft dargestellt wird. Aber die raue Landschaft in Assassin's Creed Valhalla sollte dazu motivieren, schnell nach England aufzubrechen und Eivors Geschichte fortzusetzen. Deshalb haben sich die Grafik- und Level-Design-Teams an Bildmaterial von den Lofoten orientiert und deren schroffe Landschaft als Referenz verwendet. Durch ihre Formen und Formationen vermittelt diese Landschaft ein bedrohlicheres Gefühl, während die englische Flora üppig und lebendig wirkt. Das Gras auf der anderen Seite des Meeres ist schließlich immer grüner. Zurück. Diese Kisten sind wohl voll getrocknetem Kabeljau. Richtig. Und in den anderen sind Knäckebrot, Met und Wolldecken für die Mannschaft. Wunderbar. Du hast uns nun viele Jahre gut gedient, Trück. Treu. Ich kann nicht behaupten, dass es eine Freude war, aber ihr habt mich mit Achtung behandelt. Dafür bin ich dankbar. Meine Schuld ist nun hoffentlich bezahlt. Vollständig. Bist du sicher, dass ich dich nicht überreden kann, mitzukommen? Deine Hilfe wäre unersetzlich. Hier oder jenseits des Meeres in Ketten? Eine schwierige Wahl. Oh, du verstehst mich falsch. Ich gebe dich hier und jetzt frei. Doch wenn du freiwillig zu mir als Trell zurückkehrst, kannst du dir einen Platz in meiner Mannschaft erkaufen. Sobald wir uns im Land jenseits des Meeres eingerichtet haben, bist du endgültig frei und kannst mein Fehlagi werden. Nicht viele Trell erhalten solch ein Angebot. Nun dann. Bringen wir die Vorräte an Bord, bevor uns der Sturm trifft. Vier Beine sind schneller als zwei. Frey, Götter, lasst dieses Pferd unserer Reise Schutz und Gleichgewicht bringen. Mutter wird sich freuen, mich zu sehen.
Körperpflege und Hygiene. Männer schnitten und kämmten ihre Haare. Die Kämme, die sie dafür benutzten, waren von hoher handwerklicher Qualität und bestanden aus Holz, Metall und auch Knochen. Wie hier im Bild zu sehen. Außerdem flochten sie ihre Bärte oder schmückten sie mit Perlen. Auch Frauen pflegten ihre langen Haare, flochten und frisierten sie. Sowohl Männer als auch Frauen badeten regelmäßig. Diese Standards für Körperpflege waren für Menschen mit einem hohen sozialen Status naturgemäß leichter zu erreichen, denn sie hatten mehr Zeit und Geld für Hygiene. Bei der Medienpräsenz von Wikinger-Themen ist es schwierig, sich von den anderen abzusetzen. Deshalb war es für die Marketing- und Grafikteams von Assassin's Creed Valhalla eine große Herausforderung, einen eigenen Look zu erschaffen. Zusammen haben sie Logos und Wappen erstellt, Schriftarten, Farben und Menüformen ausgewählt. Schließlich standen 50 verschiedene Logos zur Wahl, um das passendste zu finden. Das Logo mit den zwei Äxten unten rechts im Bild. Das war sicher eine schwere Geburt. Die türkise Farbe war schon sehr früh mit dabei. Als Hommage an die Nordlichter, die den nordischen Himmel beleuchten. Zwei Äxte für den Kampf mit zwei Waffen bilden das A von Assassin's Creed. Am oberen Ende ist der Umriss eines Langhausdaches zu sehen. Mit filigranen Gravuren, die die nordische Handwerkskunst hervorheben. Und das blasse Gitternetz im Hintergrund erinnert daran, dass das alles eine Simulation des Animus ist. Warum Skandinavien verlassen? Grundbesitz verschaffte jemandem einen hohen Status in der nordischen Gesellschaft. Die reichsten Skandinavier kontrollierten riesige Gebiete. Land konnte sowohl die Macht als auch den Reichtum einer Person erhöhen, was es sehr begehrt machte. Es war außerdem schwer zu bekommen. Nur wenig Land in Skandinavien war urbar und für den Anbau von Getreide geeignet. Zudem war der nordische Grundbesitz eine komplizierte Sache. Man glaubte, dass jemandes Vorfahren weiterhin ihren Familiensitz bewohnten, auch nach dem Tod. Aus diesem Grund war es nicht möglich, Land unter den Kindern aufzuteilen, wenn ein Elternteil verstarb. Es durfte immer nur von einem einzigen Familienmitglied besessen werden. Somit konnten viele Leute kein Land erben und waren versucht, Skandinavien zu verlassen und an einen anderen Ort Land zu suchen. Einige fanden vielleicht einen Neuanfang in einer Gemeinschaft wie der hier abgebildeten, einer fiktiven Siedlung in Nordtumbria. Ich scheine Besuch von der Göttin Freya selbst zu bekommen. Komm, umarme deine Mutter. Mutter, lang ist es her. Viel zu lang. Die Schafe haben dich vermisst, Gunhilda. Sie ertragen den Gedanken nicht, dich an das Land jenseits der See zu verlieren. Vielleicht müssen sie das nicht. Was dich auch betrübt, mein Schatz, wir werden es lösen. Wir brauchen mehr Leute. Der Clan, den wir anheuerten, hat beschlossen, an Land zu bleiben. So haben wir weder Steuermann noch Besatzung. Einige Clans sind gerade vom Meer zurück. Ich sah ihre Lager in der Nähe und kann dich zu ihnen bringen, aber du musst überzeugend sein. Hast du Zweifel an meinen Fähigkeiten, Mutter? Das würde ich nie wagen. Dein Verstand war stets schärfer als Gungnir. Ich hoffe nur, dass auch du, wie Odins Speer, zu mir zurückkehren wirst. Du weißt, wir müssen dorthin, wo sich Gelegenheiten finden. Dieses Land hier ist zu voll.
Wir wollen eigene Felder für unsere eigene Ernte. Nun gut, ich bedränge dich nicht weiter. Deinem Vater wird es das Herz brechen. Und dir nicht? Mein Herz zerbrach, als du unser Haus verließest. Wir sind da. Geh nur, mein Liebling. Danke, Mutter. Freie Männer von Eikundersund, hört meinen Ruf! Wir suchen jene, die tapfer genug sind, sich mit uns der Wallstraße zu stellen. Du, wirst du mit uns segeln? Ich sah dich vorhin auf dem Weg. Du bist auf einem Pferd gekommen, oder? Das stimmt. Und du gibst es schamlos zu. Du Närrin! Nein, ich segle nicht mit dir. Ich will nicht den Zorn der Geister auf mich ziehen. Ich wollte den Fluch, mit einer Frau zu segeln, brechen, indem ich ein Pferd ritt. Das sollte uns schützen. Hast du den Himmel gesehen? Die Götter bestrafen uns bereits für deinen Hochmut. Bondi, schließ dich uns an. Meine Männer und ich sind gerade erst nach Jahren der Viking mit Guthrums Kriegern zurückgekehrt. Es ist Zeit für uns, unsere Ernte und unsere Kinder wachsen zu sehen. Wann brecht ihr auf? Heute. Seid ihr bereits erfahren? Mein Mann segelte mit Jarl Harald höchst selbst. Genug für uns beide. Ich habe gelernt, bei Prahlerei vorsichtig zu sein. Dein Wort allein genügt mir nicht. Wie kann ich dich überzeugen, uns zu begleiten? Sag, warum verlasst ihr denn unser nördliches Land? Mein Mann ist ein Zweitgeborener. Wenn wir blieben, ginge unser Gehöft an seinen älteren Bruder und uns bliebe nichts. Das verstehe ich nur zu gut. Meine Männer und ich lagern hier vorübergehend, aber wir können nirgendwo hin. Dann kommt mit uns. Das klingt verführerisch. Hättet ihr denn genügend Vorräte für all meine Männer? Wir haben Fleisch und Wasser an Bord. Frisches Fleisch? Das ist nicht sehr geeignet. Wie werden wir es kochen? Wie lagern? Du hast recht. Es wäre klüger, etwas anderes mitzunehmen. Mein Mann lädt den Met und den Trockenfisch gerade auf unser Schiff. Wir haben genug für alle. Wie werden wir schlafen? Wir schützen uns einfach mit Wolldecken. Das sollte ausreichen. Wie werdet ihr den Weg über das Meer finden? Wir beobachten die Zeichen, die Midgard uns schenkt. Die Vögel, die Strömungen, die Sterne, die Geister werden uns den Weg weisen. Wir brauchen nur jemanden, der sie versteht. Du hast recht. An dieser Küste kann ich euch helfen, aber draußen in der Wellenwelt brauchen wir Sachkenntnis. Wir? Hast du beschlossen, mitzukommen? So ist es. Du sprichst wahre Worte und meine Männer sind bereit, sich niederzulassen. Ich bin geehrt. Hol deine Männer und eure Sachen. Ich bringe euch zum Schiff. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Wieder einmal übertriffst du alles. Es steht einem wenig im Weg, wenn man auf den Himmel zielt. Stiegs Clan wird uns begleiten. Doch immer noch fehlt uns ein Steuermann. Mir ist jemand eingefallen, als ich das Schiff belud. Wer? Vertrau mir nur. Zuerst müssen wir Helsee erreichen. Und das schnell. Der Sturm steht kurz bevor. Er zieht drohend am Horizont auf wie ein böses Vorzeichen. Zürnen uns etwa die Götter? Ich ritt auf einem Pferd zu meiner Mutter. Gunhilda. Du wolltest, dass ich dir vertraue. Es ist nur gerecht, wenn du dasselbe tust. Wir hatten keine Zeit, die Geister zu ehren. Ich tat, was ich tun musste. Gut, wie gelangen wir nun nach Hills A? Ich weiß, wo Hills A liegt. Dann weise uns den Weg. Wir müssen den Fjord verlassen. Nach rechts!
geradeaus, gen untergehende Sonne. Nähere dich der Küste, aber sorge dafür, dass die Felsen links von dir sind und das Land rechts. Der Rumpf darf keinen Schaden nehmen. Folge der Küste, bis du einen Turm aus Eis siehst. Dort! Der Eisturm! Segle auf ihn zu! Aber Vorsicht, wir sind nun in flachen Gewässern. Gut gemacht. Nun fahren wir an einer kleinen Insel voller Seelöwen vorbei. Fahr an der Seelöweninsel vorbei. Unser Ziel ist voraus. Lass dich vom Sturm nicht vom Kurs abbringen! Siehst du das Licht? Fahre darauf zu! Dort ist unser Ziel! Wir sind da! Das ist Hirte! Du solltest nicht hier sein. Björn,
Bruder, ich komme um... Bruder, wann waren wir je Brüder? Wir waren im selben Felag. Wir schworen Eide, uns zu achten, zu unterstützen und zu bewahren. Sie haben noch immer Bestand für mich. Diese Eide wurden lang gebrochen, bevor ich verbannt wurde. Von uns beiden. Du magst es vergessen haben, doch ich hatte viele Jahre der Einsamkeit, mich zu erinnern. Deine Bitterkeit wird unser aller Tod sein. Ich habe nicht vergessen. Aber ich lasse nicht zu, dass die Vergangenheit meine Zukunft bestimmt. Vielleicht solltest du das auch nicht. Wir brauchen dich, Björn. Schließe dich uns an. Führe uns durch das Salzgebirge. Ist das ein Trick? Warum kommst du zu mir? Nicht jeder hat betrügerische Absichten, weißt du? Kein anderer Seereiter zähmt die Wellen wie du. Ja, das glaube ich sofort. Dann bring mich zu deinem Schiff und wir verlassen diesen elenden Ort. Wie ich sehe, bist du ein wahrer Meereskönig geworden. Es war nicht immer angenehm, aber ich war nicht untätig. Es muss ich Unterstützung zu haben. Vor allem Gunhildas, aber ja. Gunhilda, du bist unverändert, noch immer so... Das genügt schon. Lass uns allein. So gnadenlos wie die nördliche See. Ich weiß, was du sagen wirst. Und doch hielt es dich nicht davon ab, solch eine törichte Entscheidung zu fällen. Du hättest nie zugestimmt. Und zwar aus gutem Grund? Wie kannst du so schnell vergessen? Das habe ich nicht. Ich traue ihm nicht. Ich ebenso wenig. Aber er ist mit auf diesem Schiff. Er wird uns nicht alle in Gefahr bringen. Und danach? Danach trennen sich unsere Wege. Englerland hat mehr als genug Platz. Mögen die Götter dich hören. Haltet auf das Auge des Sturms zu! Macht euch bereit! Der Weg ist trügerisch!